Der deutsche Unternehmer und Mittelständler Henning Fehrmann zieht jetzt ein katastrophales Fazit der aktuellen deutschen Politik, begründet gleichzeitig auch die Abwanderung und Deindustrialisierung der Wirtschaft und zeigt ganz klar, dass all jene Themen, die wir auch auf diesem Kanal ständig behandeln, eine absolute Berechtigung haben. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und in der Politik gibt es ja immer so den Kampf zwischen Regierung und Opposition. Und in der Wirtschaft gibt es mittlerweile ständig den Kampf zwischen Theoretikern und Praktikern. Also Theoretiker sind dann solche Leute wie ein Marcel Fratscher beispielsweise, der just zu genau diesem Video, was wir ja gestern hochgeladen haben, zu den schockierenden Zahlen für die SPD, was das Bürgergeld betrifft, ihr erinnert euch, wo man 2500 Unternehmen befragt hat, die gesagt haben, ja, es gab hier definitiv Kündigungen durch das Bürgergeld, das haben die Mitarbeiter selber gesagt. Und einen Tag später, nach diesen Veröffentlichungen, postet Marcel Fratscher hier so ein Bild, Cover-Titelblatt und schreibt mehr Kündigungen wegen Bürgergeld und so weiter, schreibt dazu, was für ein populistischer Unsinn. Ja? Also ein Ökonom geht einfach nicht auf die Realität der jeweiligen Unternehmen ein, verhöhnt gleichzeitig dadurch auch deren Aussagen und bleibt einfach bei seiner Aussage, die völlig unbegründet ist, und sagt, das ist populistischer Unsinn. Nun, lieber Herr Marcel Fratscher, dann schauen wir uns doch mal dieses aktuelle Interview mit Henning Fehrmann von diesem Hamburger Unternehmen an, welches er ja bereits in der fünften Generation mittlerweile betreibt. Also dieses Unternehmen gibt es bereits seit irgendwie 1885 oder so. Und ich zeige euch jetzt mal die brisantesten Stellen aus diesem Interview, weil hier bei uns seht ihr immer nur das Brisanteste und das, was relevant ist. Und er schreibt jetzt hier als ja, Antwort auf die Frage von der Weltzeitung, ob es denn nicht einfach nur an den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und zwischen Russland gelegen hat, dass die Wirtschaft in Deutschland so leidet. Und er sagt darauf, in einer Energiemangellage mit explodierenden Preisen und einer verunsicherten Bevölkerung Ideologie vor Pragmatismus zu stellen und die verbliebenen drei Kernkraftwerke abzuschalten, ist für mich vorsätzlicher Schaden am Land. So viel zum Thema Populismus, Herr Fratscher, wenn man ein echter Unternehmer zu diesem Thema spricht. Ja? Nächstes Mal, also bei der nächsten Frage, geht es dann darum, wie es mit dem Fachkräftemangel und so weiter aussieht. Die Antwort ist, was er jetzt und seinem Unternehmen macht, wir internationalisieren und machen uns noch weniger abhängig vom Standort Deutschland. Also genau das, was immer wieder auch ich und andere Leute warnen hier ständig, dass eben die Unternehmen abwandern und dass eine Deindustrialisierung stattfindet. Auch hier wird es wieder aus der Praxis von einem mittelständischen Unternehmen bestätigt. Für Marcel Fratscher wahrscheinlich auch einfach nur Populismus. Ja? Wissen Sie was, Herr Fratscher? Die Wahrheit ist kein Populismus und die Praxis ist auch kein Populismus. Und alle anderen Fakten und Meinungen, die Sie nicht vertreten, sind auch nicht einfach nur Populismus. Ja? Weiter geht es hier um die Zuwanderung, ja, nächstes brisante Thema, wo es ja auch schnell dann Rechtspopulismus und so weiter heißt. Hier sagt die Welt, naja, aber was die Zahlen angeht, die rein objektiven Zahlen an Zuwanderung, die wir in Deutschland haben, sieht doch alles gut aus. Dazu, Fehrmann, es ist nun mal ein Unterschied, ob wir als Land beruflich qualifizierte Menschen anwerben oder Wirtschaftsflucht geschehen lassen. Wir müssen definieren, wer zu uns kommt. Und was wir von den Menschen wollen, das tun wir nicht und das ist fahrlässig. Und gleichzeitig spricht er jetzt noch einen Punkt, an den ich auch mir immer häufiger und häufiger denke. Und zwar, dass einfach viel zu wenig gefordert wird. Er schreibt hier, Einwanderung sollte für jeden Einzelnen bedeuten, einen Beitrag für das Gemeinwesen zu erbringen. Jeder nach seinen Möglichkeiten, das einzufordern, ist doch nichts Verwerfliches. Und genauso sehe ich das auch. Ja, ich würde es auch aus der politischen Richtung her viel, viel, viel härter machen, nicht nur einzuwandern,
sondern auch viel mehr fordern. Ja, das tut natürlich auch den Leuten gut. Ja, die brauchen Forderungen. Jeder Mensch braucht Forderungen, sonst geht er persönlich ein. Und deswegen würde ich viel mehr fordern. Dadurch wird viel mehr auch Leistung entstehen und gleichzeitig wird auch die Spaltung in der Bevölkerung viel niedriger sein und eine viel höhere Akzeptanz wäre hier, ja. Aber das kann man ja eben von den grünen Linken nicht erwarten, weil wie wir ja wissen, sehen sie sich selbst als Erziehungsberechtigte an und Erziehungsberechtigte wollen halt eben von ihren Kindern nicht allzu viel fordern. Das ist jedenfalls diese wohlfahrtsstaatliche, paternalistische Haltung, die hier eingenommen wird. Und jetzt, ja, Stichwort Populismus, geht es dann auch ums Bürgergeld. Und hier, es geht weiter, Herr Fährmann, ne? Aus meiner Sicht ist das Bürgergeld eine der weiteren schädigenden Maßnahmen für Land wie Standort, denn es hält den Kräftemangel aufrecht oder verstärkt ihn sogar. Das führt dazu, dass noch weniger Menschen diesen Staat durch ihre wertschöpfende Tätigkeit tragen und immer mehr davon profitieren. Der Sozialetat verschlingt jetzt schon 50% des Gesamtbudgets. Ja, so viel zum Thema Populismus. Ne? Jetzt geht es nämlich hier ganz klar um das Bürgergeld und ein weiterer Praktiker, ein Unternehmer sagt, es ist schädlicher und führt zu Problemen. Er sagt sogar, er würde seinen Kindern raten, baut ein Unternehmen auf, dort, wo die Bedingungen am besten sind. Und das ist derzeit weder in Deutschland noch in Europa der Fall. Das muss man sich mal vorstellen. Hier stellt sich ein Unternehmer hin, der schon in der 5. Generation ein Unternehmen in Deutschland führt. Da kann man sich ja auch vorstellen, dem wird es sicher nicht leicht fallen, so auch zu reden. Und der wird wahrscheinlich auch innerlich mit sich ringen, ja. Und der würde sogar seinen eigenen Kindern nicht empfehlen, in Deutschland aktuell zu gründen. Das zeigt doch ganz klar, wo die Reise aktuell hingeht, ja. Wir verlieren zunehmend Marktanteile. Die Wohlstandsentwicklung der letzten 20 Jahre bleibt weit hinter den USA und Asien zurück. Brüssel, jetzt geht's um die EU. Ein weiteres Thema, was wir ja immer haben, ja. Jetzt wird ja schon wieder manche Leute mit dieser Populismus-Klatsche ankommen. Ja, die ist ja fast schon prävalenter als die Nazi-Keule, ja. Brüssel steht daher leider statt für Kurswechsel für einen unglaublichen Auswuchs an Bürokratie. Und Deutschland, wuchernde Verwaltungen schaffen sich Arbeit und uns Schaden, indem sie jede EU-Regelung nochmals in deutschem Goldstandard verschärfen. Circa 5% des Unternehmensumsatz, schreibt er jetzt hier, bei vielen Unternehmen geht mittlerweile für Bürokratiekosten flöten. Ja? Und wer jetzt zum Beispiel auch das Buch Deutschland, die Hidden Champions und so weiter und das andere Buch am Unternehmen ist noch nie am Gewinn ist noch nie ein Unternehmen pleite gegangen. Ja? Das müsste auch Herr Habeck unbedingt mal lernen. Wer das kennt, der weiß, dass die durchschnittliche Gewinnmarge der meisten deutschen Unternehmen genau in diesem Bereich liegt, ungefähr 5-6%, teilweise sogar niedriger. Also viele Leute, die man auf der Straße fragt, die sagen, ja, ich schätze mal die Gewinnmarge beim Unternehmen, also das, was nach allen Kosten, nach dem Personalaufwand, nach Steuern, aber nach allem übrig bleibt, schätzen sie viel zu hoch ein, als zwischen 10-20%. Das ist aber bei weitem nicht realisierbar in Deutschland. Die meisten Unternehmen machen, wie gesagt, eben jene 5%. Das heißt, wenn du jetzt noch sagst, du hast diese Bürokratiekosten, die immer teurer werden, dann hast du irgendwann einfach kein lohnendes Geschäftsmodell mehr. Und da kannst du dich sagen, okay, ich mache den Laden dicht, ja, oder ich verkaufe das alles nach Amerika oder ich investiere halt eben einfach in Ausland, wo ich halt vor allem, was die Energie angeht und so weiter, eben bessere Bedingungen bekomme. Und ich persönlich als Investor, mein Fazit ist natürlich ganz klar, ich investiere dort, wo ich eben hohe Nettogewinnmargen habe, wo ich auch Unternehmen habe, die international aufgestellt sind, die immer jeweils dort investieren können, wo es eben die besten Bedingungen gibt, zum Beispiel in Asien, in Singapur und so weiter und so fort. Und das sind Unternehmen, die eben entsprechend auch eine viel höhere Gewinnmarge haben. Ja? Eines von dieser Unternehmen ist zum Beispiel die McDonald's Corporation. Ja? Und wenn ich jetzt mir die McDonald's Corporation kurz mal anschaue, ja, ich habe sie jetzt hier zum Beispiel mal gerade auch in meinem Freedom Depot kurz aufgerufen, wo ich jetzt bei weitem noch lange nicht fertig bin. Ich habe jetzt hier 3 Aktien gekauft in den letzten, in den letzten paar Monaten. Einmal Petrobras, einmal
British American Tobacco und einmal Rio Tinto. Ja, Petrobras ist auch schon richtig gut gestiegen insgesamt um fast 20%. BAT ist so 5% im Minus und Rio Tinto ist so 8% oder so im Plus. Ja, und da werde ich jetzt demnächst noch ein weiteres Dividendenunternehmen dazu nehmen. Und McDonald's erscheint mir jetzt langsam interessant. Wie immer ist das natürlich keine Anlageempfehlung, weil McDonald's jetzt in den letzten Monaten, schaut mal, so ein bisschen unter die Räder gekommen wird. Das heißt, der Einstiegskurs, der wird langsam interessant. McDonald's ist jetzt um 15% im Kurs gefallen. Schaue ich mir aber die langfristige Entwicklung von McDonald's einfach mal hier an, dann schaut mal hier, Nettomarge, ja, nix mit 5%. Nettogewinnmarge liegt bei 26,6%. Ja, weil McDonald's natürlich mittlerweile viele Restaurants über Franchise-System betreibt und selber die gar nicht mehr betreiben muss und deswegen auch den ganzen Personalaufwand und so weiter gar nicht mehr hat, sondern einfach die Lizenzgebühren von den Franchise-Nehmern kassiert. Durchaus cleveres Geschäftsmodell, wie man hier auch an der Gewinnentwicklung von McDonald's sehen kann. Und auch mein Dividendentest hat dieses Unternehmen bereits bestanden, weil schaue ich mir jetzt zum Beispiel mal die Dividende pro Aktie an von McDonald's, dann sehe ich, die liegt aktuell bei $5,66 pro Aktie und während der Finanzkrise 2008 lag sie noch bei $2,05. Das ist also eine Dividendensteigerung von über 170%, ja, seit 2008, die man mit der McDonald's-Aktie aktuell erreicht hätte, ja, wenn man die halt. Ich halte sie privat in meinem anderen Depot sowieso schon lange, aber jetzt auch hier in diesem Dividendendepot. Warum? Weil mittlerweile die Dividendenrendite schon bei ungefähr 2,50 Euro liegt. Und wenn die Aktie jetzt noch ein bisschen weiter fällt, dann werde ich definitiv zuschlagen, weil dann bedeutet es, dass wenn ich ungefähr 3.000 Euro investiere, ich schon jeden Monat nur wenn die Dividende, jedes Jahr meine ich, sorry, wenn die Dividende einfach so bleibt, 100 Euro kassiere jedes Jahr. Wenn dann noch Dividendensteigerungen dazukommen, geht es natürlich richtig ab. Ich sage es aber immer dazu, Aktien haben ein Risiko, auch ein Verlustrisiko, die können auch fallen. Dividenden können auch mal reduziert werden. Bei McDonald's ist das aber in den letzten Jahren nie passiert. Ja, also ich kann mir ja zum Beispiel einfach die Historie von McDonald's mal anschauen, ne? 5,66. Jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen in der Geschichte zurück und wir sehen jetzt hier 1998 35 Cent. Hier ist die Dividende mal 1999 ein bisschen gefallen auf 22 Cent. Das heißt, man sieht schon, da ist die Dividende gefallen, aber ansonsten im jeden Jahr, ja, auf 1 Dollar, auf 1,50, auf 1,63, auf 2 Dollar. Also fast in jedem Jahr hat McDonald's dann immer wieder die Dividende gesteigert, ja. So, jetzt kommen natürlich wieder so ein paar Moralapostel und sagen, oh ja, aber das ist ja Fastfood und so, ja. Dazu sage ich Folgendes, der Markt hat immer recht, ja. Und wenn die Menschen nun mal Fastfood essen wollen, dann werde ich ihnen garantiert nicht vorschreiben, wo die Reise hingeht, ja. Sonst können wir noch zu Demolition Man im Jahr 2030, ne. Sanfte Grüße, sage ich nur, wo du dann irgendwann nicht mal mehr Salz auf dein Essen raufmachen darfst. In diesem Sinne, seid clever, investiert vernünftig mit eurem Kapital, denn 170% Dividendensteigerung, wenn man das nach Deutschland schaut, dann ist das höchstens die Steigerung der Steuern oder der Inflation. Okay, ich gebe zu, das war ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann will ich mir auch kein Gequatsche mit Populismus und so weiter anhören, ja. Aber lasst den Fratscher doch ruhig reden über Populismus. Wissen Sie was, Herr Fratscher? Ich schaue auf die Dividenden und auf das Geld, was ich auf dem Konto habe. Ja? Und wenn Sie dann sagen, das ist Populismus, dann ist das Populismus. Aber ich habe lieber Populismus, der schmeckt, ja, und der Geld bringt und der was auf dem Kasten hat und in der Praxis wirklich auch fähig ist, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, als irgendwie keinen Populismus, an dem ich pleite gehe. Können Sie selber entscheiden.